Guten Morgen, Leute. Es ist Montagmorgen, Zeit für den Rückspiegel. Wir wollen wie immer mit euch über unsere vergangene Brettspielwoche quatschen. Robo Anchi ist auch schon am Start. wir haben Schnee. Ich zeige euch das ganz kurz. So sieht unsere Frontscheibe aus. Wir müssen noch kratzen, bevor wir losfahren. Da sind wir wieder. Kurz mal ausrichten. Ja, wir quatschen mit euch über unsere Brettspielwoche. Ich bin den Faden verloren. Es gibt News der Woche, es gibt Infos der Woche, es gibt einen Gewinner oder Gewinnerin der Woche. Melli fängt wie immer mit der News der Woche an. Und ich fange einfach mal süß in dieser Woche an. Und zwar wird Chocolate Factory bei Skellig Games erscheinen. Das freut natürlich sehr viele da draußen, weil es ist ein grandioses, tolles Spiel. Leider müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Und zwar dann, wenn es am heißesten ist, wird diese leckere Schokofabrik erwartet. Und zwar voraussichtlich August kommt sie. Und wenn ihr jetzt mehr wissen wollt, schaut einfach mal in unser Video rein. Genau, da haben wir nämlich mal ein Community-Wunschvideo gemacht. Da gibt es Regeln und ein paar Eindrücke zum Spiel. So, nächste Info ist, Age of Rome wird jetzt auch auf Deutsch erscheinen, und zwar bei Strohmann Games. Das Ganze ist momentan auf Kickstarter erhältlich, oder ihr könnt es auf Kickstarter unterstützen. Ja, ich finde es cool, dass das Ganze bei Strohmann seinen Weg finden wird. Ihr könnt, wenn ich es richtig gesehen habe, das Ganze jetzt im Kickstarter auch schon als deutsche Version quasi mit unterstützen. Gut. Was auch noch richtig fett ist, ist die neue große Big Box, und zwar Agricola 15. Ja, 15 Jahre hat das Spiel schon auf dem Buckel, und dazu gibt es jetzt eine schöne große Big Box. Sie wird jede Menge Karten beinhalten, Leute. 34 und zwar, Stück, glaube ich, waren es. Oh, ja, also echt so. Wir dachten erst, es sei ein April-Scherz, weil es hieß Agricola 15, also 15 Jahre Jubiläum. Und wenn es so, wenn solche News am 1. April kommen, weißt du halt immer nie, verarschen die jetzt einen oder ist es ernst gemeint? Aber es scheint ernst zu sein. Genau. Aber sie haben es verarscht. Dann seid ihr jetzt mit verarscht. Keine Ahnung. Nee, aber die meisten haben ja aufgelöst, wo sie einen veräppelt haben. Auf jeden Fall Agricola 15. 15 Jahre Big Box. Richtig viele Karten drin. Es sind die ganzen Erweiterungen drin. Die Promes sollen mit dabei sein. Es soll ein mega gutes Inlay drin sein. Man kann gespannt sein. Das Ganze soll zur Spiel 22 rauskommen. Also guckt schon mal nach einer großen Tasche, damit ihr das Ding abtransportieren könnt auf der Messe. Genau. So, jetzt kommen wir zur Antwort der Woche. Denn die Frage der Woche war, Legacy-Spiele, ist dieser Hype vorbei? Gibt sie noch? Und wie steht ihr da allgemein dazu? Genau. Ich habe dieses Mal keine einzelne Antwort rausgesucht für euch. Denn ich war überrascht, dass sehr viele von euch geschrieben haben, sie kennen Legacy entweder gar nicht, es interessiert sie auch nicht. Und der Grund war bei vielen, dass sie ja Sachen kaputt machen, die später nicht mehr benutzt werden können. Was ich prinzipiell verstehen kann bei so Exit-Spielen. Aber es gibt ganz viele Legacy-Spiele, die könnt ihr danach auch noch spielen. Also My City zum Beispiel ist danach wunderbar spielbar. Wir haben jemanden in unserer Community, die hat das danach noch so oft gespielt. Also wirklich irre. Charterstone könntet ihr theoretisch auch weiterspielen. Ich glaube sogar, dass man die Pandemic-Reihe, wenn ich mich richtig erinnere, als Pandemic nachher spielen könnte. Da nagelt mich jetzt aber bitte nicht fest. Clonk Legacy, was momentan nur auf Englisch gibt, ist ebenfalls spielbar. Also, ihr seht, diese Exit-Escape-Spiele, die sind teils zerstörbar und nur einmal spielbar, aber viele der Legacy-Spiele, die sind danach auf jeden Fall noch spielbar. Und ich sag's nur, traut euch. Es ist wirklich ein großartiges Erlebnis in der richtigen Runde. Anderes Argument war aber auch, ihr braucht immer gleiche feste Runde, ihr spielt immer das gleiche Spiel. Das müsst ihr natürlich alles mögen und wollen. Genau. Und mit dieser allgemeinen Antwort der Woche, sind da draußen so viel Schwaben unterwegs? Sind wir nicht alle ein bisschen Schwaben? Ja, die Frage der Woche, das ist eine Frage, die Angelo extra für mich ausgedacht hat. Und ich sag euch einfach mal die Antwort der Woche, die Antwort von mir, Bruno Catala. Jetzt bildet euch selber die Frage. Ja, ich sage es euch trotzdem, falls ihr nicht drauf kommt. Was ist euer Lieblingsautor, Autorin im Bereich der Brettspiele? Schreibt uns, wir wollen es mal wissen. Melli ist ja großer Bruno-Fan und ich bin ziemlicher Fan von Eric M. Lang. Oh. Also, wir wollen wissen, was ist bei euch so angesagt? Was ist der heiße Scheiß bei euch da draußen? So, wir haben einen Gewinner des großartigen Center von Taverna Ludica, was in netter Weise zur Verfügung gestellt worden ist. Passend zu dem Wetter, weil es schneit ja oder ist saukalt, da kann man ordentlich mal Tee machen und Tee trinken. Da passt doch dieses Spiel jetzt wunderbar. Ja, und ich habe auch schon einen Gewinner ausgelost. Es ist der Thorsten Schlodder. Entschuldigung, Thorsten.
Thorsten Schloder, bitte schreib uns eine E-Mail an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Dann schicken wir dir natürlich kostenlos das Sencha zu und wünschen dir viel Spaß beim Tee anbauen, abtransportieren und verarbeiten. Genau. So, starten wir in unsere hoffentlich spannende Brettspielwoche. Wir werden wieder die Spiele, die uns am meisten spannend erscheinen, mit euch durchsprechen. Montag haben wir gespielt Magellan Elcano. Ich hoffe, ich habe richtig aufgeschrieben. Magellan Elcano. Magellan gab es nämlich schon. Das Spiel ist auf Deutsch bei Leichtkraft erschienen. Es ist ein ganz einfaches Zockspiel. Es geht darum, dass jeder von uns eine Piratencrew hat und wir möchten drei verschiedene Arten an Karten, die hier ausliegen, erbieten. Und dafür haben unsere Karten Werte drauf. Die gehen von, glaube ich, von 2 bis 5, soweit ich weiß, bis 7 sogar. 7, das sind aber Spezialkarten. Genau, und die sind auf jeder Seite, könnt sie drehen, haben die verschiedene Werte. Und ihr wollt die einfach, ihr spielt jetzt einfach eine rote 7 aus und jetzt weiß jeder, der bietet eine rote 7 da drauf. Dann kann ich sagen, komm, ich biete auch eine rote 7. Dann kann ich aber nachher sagen, ist mir egal, ich erhöhe um 3. Und ihr versucht natürlich, diese Punkte, die da ausliegen, also die Schiffe zu ergattern. Diejenige, die die meisten Schiffe da kriegt, mit den meisten Punkten hat das Ganze gewonnen. Aber spannend an der Sache ist, wenn ihr von euren 5 Handkarten alle 5 ausspielen würdet pro Runde, zieht ihr nachher nur 2 nach. Das heißt, nachher werdet ihr wahrscheinlich keinen der Stiche mehr machen, wenn man so sagen will. Also es hat so einen netten kleinen Zockermechanismus. Es erinnert so ein bisschen an Race. Vor allem in der großen Runde war es bei uns eigentlich sehr unterhaltsam. Ja, manche übertreiben es eben, hauen raus, was geht und gewinnen nachher das Ding vielleicht. Oder andere halten sich extrem zurück und haben nachher ja den halben Kartenstapel auf der Hand und räumen richtig ab. Auf jeden Fall für jeden, wo gern zockt, das richtige Spiel geht bis 5 Spieler und für die 2-Spieler-Variante ist auch wohl eine... Die zweite haben wir es aber nie ausprobiert. Genau, da soll aber eine Variante drin sein. Ich würde es aber eher bis 4 oder 5 Spieler spielen wollen. Ja, am Dienstag ging es mal wieder in die Vergangenheit und doch auch in die Zukunft. Es ist schon ein Klassiker, würde ich fast schon sagen. Und zwar haben wir Machikoro gespielt. Aber baue dir deine Verlagswelt, die 200 Jahre Edition, die ja jetzt bei Kosmos zum Jubiläum rauskam. Und was ist es? Eigentlich ist es genau das gleiche Prinzip wie Machikoro eben auch. Bloß haben wir dieses Mal alles auf den Verlag gemünzt. Also wir haben hier eben Kunden, wir haben die Redaktion, wir haben den Buchverlag oder den Buchabteil und. Und wir haben auch wieder ein paar fiese Karten drin. Und wie funktioniert Machikoro für alle, die es jetzt nicht kennen? Wir haben 2 Würfel, vielmehr ja einen Würfel erstmal, weil den zweiten Würfel muss man sich freischalten. Der aktive Spieler würfelt diesen Würfel, sagt die Zahl an und dann gibt es eben aktive und passive Karten. Man bekommt dann Boni, meistens Geld davon. Und mit diesem Geld kann man sich dann wiederum neue Karten kaufen, um sein Reich besser auszubauen, dass man eben mehr und besser profitieren kann. Man hat dann noch Sondergebäude, die kosten aber jede Menge Geld. Das heißt, man muss schauen, dass man an Geld rankommt. Dann kann man diese Sondergebäude bauen und durch eins dieser Sondergebäude kommt eben ein zweiter Würfel rein, denn die Karten gehen bis, glaube ich, 12. Sprich, ihr braucht diese 2 Würfel, weil mit einem Würfel kommt ihr bis maximal Augenzahl 6. Genau. Und es ist halt im Grunde Machikoro mit einem anderen Thema. Gab es ja schon mal als Fußball-Edition. Ich glaube, es war zur WM. Und ich muss echt sagen, ich hatte mich so drauf gefreut, weil ich eigentlich Machikoro alles total cool in Erinnerung hatte. Aber bei uns, wir haben es zu viert gespielt. Wir saßen danach wirklich da und dachten, boah, war das aber jetzt nicht cool. Man merkt einfach, Machikoro ist in die Jahre gekommen. Und ich weiß auch noch, damals hat es mir auch am meisten Spaß gemacht mit der Hafenerweiterung, heißt die, glaube ich, auf Deutsch. Harfe oder Hafen? Hafen. Harbor, glaube ich, im Englischen. Hafen. Hafen. Nicht die Hafen, die Harfe. Harfe? Hafen. Die Hafenerweiterung, ja, wo die Schiffe anlegen. Wir hätten es vielleicht auch mit der Variante spielen sollen, wo nicht alle Karten offen ausliegen. Also, es ist auf jeden Fall ein schönes Familienspiel. Es ist keine Variante angegeben in der Anleitung. Doch, Eva hat es extra nachgelesen. Aber nicht in der Bau dir deine Verlagswelt. Muss Eva in die Kommentare schreiben, ich weiß es nicht mehr. Ich habe nämlich auch mit ihr rumdiskutiert. Egal. Uns hat es nicht mehr so weggerissen. Wenn ihr Machikoro schon habt und nicht sagt, ihr braucht unbedingt die Kosmos-Variante, dann könnt ihr das gerne außen vor lassen. Denn Machikoro 2 ist auf dem Weg, Leute. Wir haben das auf Englisch bestellt. Bald mehr hier auf diesem Kanal. So. Mittwoch.
Mittwoch haben wir nichts gespielt. Ah, Schande. Aber wir haben natürlich was im Petto. Wir haben was im Petto für euch, ja. Melli war tanzen, ich bin auf dem Sofa eingepennt. Kurz, dann habe ich Star Wars 9 geguckt. Um Gottes Willen, ich hätte lieber weitergeschlafen. So, machen wir Hart an der Grenze war Star Wars 9. Das ist ein guter Übergang, denn Hart an der Grenze haben wir, glaube ich, vor 2 Wochen montags mit Tobi Kati gespielt. Hart an der Grenze ist ein Spiel, welches schon relativ... Ja, es ist älter, es ist bei Cosmos erschienen. Es ist nicht mehr verfügbar, aber es ist so der Vorgänger von Sheriff of Nottingham. Also es ist ein Spiel, bei dem wir Touristen sind, die aus Mexiko zurückreisen und an der Grenze an einen sehr freundlichen oder weniger freundlichen Grenzbeamten stoßen, der jede Runde von einem anderen Spieler verkörpert wird. Und ja, wie das so ist, bringt man nicht nur legale Sachen manchmal aus dem Urlaub mit, aber man kann diesen Zollbeamten natürlich auch bestechen, indem er sagt, du, ich gebe dir hier ein bisschen vom Geld ab, wenn du mich durchlässt und mich nicht kontrollierst. Ich könnte aber auch sagen, kontrollier doch die Melli, dann gebe ich dir auch 5 Geld ab oder so. Also ihr könnt da sehr viel reininterpretieren. Es macht mir Spaß, solche Spiele. Ich finde das wirklich sehr lustig. Da geht es im Grunde auch nicht wirklich ums Gewinnen. Ihr versucht halt, man muss ja Waren durchzuschmuggeln. Genau, ihr versucht verschiedene Waren durchzuschmuggeln. Es gibt legale Waren, es gibt illegale Waren. Wenn ihr legale Waren schmuggelt und ihr werdet zu Unrecht angezweifelt, dann kriegt ihr dafür einen kleinen Bonus. Wenn ihr natürlich erwischt werdet, müsst ihr Strafe zahlen. Also es ist ein schönes Spiel, das vor allem in größeren Runden richtig Laune macht. Es erinnert sehr stark an Sheriff of Nottingham. Ja, also ihr könnt, wenn ihr das nicht kriegt, auch gucken, ob ihr Sheriff of Nottingham kriegt. Ansonsten könnt ihr andersrum, wenn ihr Sheriff of Nottingham nicht kriegt, gucken, ob ihr Hart an der Grenze kriegt. So, nächste. Das ist total unlogisch, aber ich muss sagen, man muss flunkern können bei diesem Spiel. Ja, natürlich. Und man muss auch mal als Sheriff hart durchgreifen. Ja. Ist einfach so. So, Donnerstag ging es an den Hafen. Wir haben Le Havre gespielt. An der Alten. An der Hafen. Nein. Ja, der liebe Uwe hat uns entführt und hat uns versucht, weiter zu überzeugen. Wir müssen sagen, wir haben schon einmal gespielt. Jetzt haben wir es am Donnerstag nochmals rausgepackt mit der Eva. Und was soll ich sagen? Die Anleitung gibt nicht wirklich viel her. Ich habe mir diese Anleitung gelesen und denke mir so, ja, okay. Dann habe ich es versucht zu erklären. Ich habe dann so Blicke kassiert wie, was? Weiß ich jetzt nicht. Dann haben wir losgespielt, ja, Le Havre, was machen wir? In Le Havre wollen wir natürlich Waren uns aneignen, wir wollen Gebäude bauen, wir wollen natürlich, dass unsere Mitspieler diese Gebäude nutzen, denn sie müssen dazu Eintritt zahlen. Manchmal sind es Münzen, manchmal ist es Nahrung. Und dieses ganze Spiel dreht sich eigentlich auch um Nahrung. Denn wir haben 18 Runden, in denen aber die Spieler unterschiedlich oft dran sind. Und da geht man so einen Wasserpfad entlang mit seinem Schiff. Wenn man also dran ist, setzt man sein Schiff dorthin, dann werden diese Felder aufgefüllt. Und dann kann man entweder sich Ressourcen nehmen oder man kann ein Gebäude nutzen. Dazu tut man eben seine Scheibe umplatzieren und dieses Gebäude nutzen. Eventuell muss man noch Kosten dafür bezahlen. Und so versucht man eben vielleicht den Fisch zu räuchern, damit er wertvoller ist. Es gibt dann nämlich mehr Nahrung. Man hat auch Viecher, die man leider zu Steaks verarbeitet, aber das gibt Viecher eben halt... Viecher oder Vieh? Viecher. Viecher, Viecher ist was anderes. Viecher, wenn es irgendwo rumkrabbelt im Hotel, das sind Viecher. Da hoffen wir keine Kühe hoffentlich da rum. Man ja, weiß also, es nicht. Man hat Vieh. Kühe. Vieh. Ja, aber die Mehrheit von Vieh sind Viecher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall versucht man hier ordentlich viel Nahrung zu machen. Man möchte aber vielleicht auch ein Schiff bauen, denn dieses Schiff gibt uns einfach schon mal ein Grundnahrungseinkommen. Man versucht natürlich teure Gebäude zu bauen, denn diese sind nachher Siegpunkte wert. Man versucht natürlich auch seinen Mitspielern nicht zu viel zu geben, damit die vielleicht von einem groß profitieren und. Jetzt aber zum Fazit. Mich hat's damals schon aufgeregt, diese Ernährungsphase, und dieses Mal, ich habe es dieses Mal besser gemeistert, aber ich habe festgestellt, Le Havre ist nicht meins. Genau. Also Le Havre ist auch nicht meins, so viel kann ich auch schon verraten. Es ist halt ein wahnsinniges Mangelspiel. Ich verstehe den Reiz dahinter, weil ihr versucht, eure Engine so ein bisschen aufzubauen, indem ihr eben diese Karten so kauft und baut, dass ihr mit der Ernährung kein Problem habt. Ich hatte nachher wirklich ein Problem, weil ich habe, glaube ich, die letzten 5, 6 Runden nur noch meine 2 bis 3 Züge, die ich hatte, damit investiert, Viecher in Steaks umzuwandeln, um einfach nicht diese Nahrungsstrafen zahlen zu müssen. Und dann war halt im Grunde alles andere fast nebensächlich. Ich verstehe den Reiz. Unseres ist es nicht so ganz, aber Le Havre ist, glaube ich, schon zu Recht ein beliebter Rosenberg-Titel für alle, die ein bisschen vielleicht trockener unterwegs sind. So muss man vielleicht sagen.
Na dann. Also, weniger trocken war der Freitag mit Namichi. Namichi ist der Nachfolger von Tokaido oder Tokaido. Ist gerade in der Kickstarter-Auslieferung. Und es ist ebenfalls wieder von Antoine Bauser und, glaube ich, einem anderen Autor, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe. Thematisch sind wir in Japan oder Asien oder Im Japan. Im alten Japan. Und wir werden diesmal, anstatt wie bei Tokaido, mit Männchen, mit Schiffen auf eine sehr gemütliche Fahrt uns begeben. Und das hat einen Mechanismus, der ist sehr ähnlich zu Parks. Denn wenn ich an der Reihe bin, kann ich eine Bewegung machen, in einem gewissen Radius. Ich darf ihn so weit machen, wie ich möchte. Auf dem Feld, wo ich lande, darf ich dann eine verschiedene Aktionen ausführen. Ich kann fischen gehen. Ich kann, jetzt bin ich gerade kurz verwirrt, ich kann nicht in heiße Quellen gehen, sondern was kann ich noch machen? Ich kann fischen gehen. Krabben fischen, das ist das Schlimmste. Damit zieht man blind Sachen aus dem Beutel, so Push-the-Luck-mäßig. Ich habe es voll immer verkackt. Auf jeden man Fall muss halt aufhören, wenn es gut ist. Genau. Auf jeden Fall ist der Mechanismus, wenn ich natürlich ganz weit nach vorne gehe, dürfen alle hinter mir so lange weitermachen, bis sie mich überholt haben. Das heißt, sie haben vielleicht drei Aktionen, während ich nur eine Aktion habe. Und es ist schon sehr ähnlich zu Tokaido. Ich habe verschiedene Einsatzfelder, auf die ihr gehen könnt. Dann gibt es immer so Zwischenwertungen. Hier müsst ihr diesmal nicht Sushi essen, sondern ihr könnt euch, was haben wir dort gemacht? Ich bin echt raus bei Namichi. Was ist denn jetzt los? Super. Weißt du, nehme ich mit. Okay, ich blende es einfach ein. Nee, wir haben dann statt, wann haben wir Tokaido gespielt? Am Samstag. Ich kürze das jetzt einfach mal hier ab. So, am Samstag haben wir Tokaido nochmals gespielt, weil wir ja am Freitag den Nachfolger gespielt haben. Mein Gott, ist verwirrt, Leute. Meine Güte, das ist ja peinlich. Letzte Woche ist schon, das ist die Zeitumstellung, die mir nicht gut tut. Langsam glaube ich, Mandy tut mir was in mein Wassergetränk hier rein. Ich bereite das nie zu. Am Samstag haben wir Tokaido gespielt. Das Ganze gibt es ja auch jetzt bei Pegasus und das ist eben der Vorgänger. Da werden wir aber hier diese Straße entlang wandern. Wir haben genau das gleiche Prinzip. Derjenige, wo hinten ist, darf dann immer wieder neue Aktionen machen, bis er eben aufgeholt hat. Hier können wir verschiedene Panoramen zusammen pussen. Wir können an den Tempel und eine Spende abgeben. Wir brauchen aber natürlich Geld. Die können wir uns auf der Bank holen. Wir können hier einfach in die heiße Quellen gehen, uns irgendwelche tolle Dinge holen für mehr Siegpunkte und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Wir wollen jetzt aber gar nicht so viel verraten, denn da gibt es diese Woche noch ein Video von uns dazu, genau, wo wir einfach beide kurz vorstellen. Ja, so, und dann würde ich mich auch aufklären, was ihr macht, wenn ihr das Ende von Namichi, die Zwischenphase, kommt. Das ist gerade echt aus meinem... Kennt ihr das, wenn ihr so in Quizshows sitzt und dann der Moderator sagt, was ist 2 plus 2? Und du stehst da und sagst, ey, ich weiß es nicht. So, egal, passiert uns auch manchmal. Samstag haben wir schon. Dann gehen wir noch den Sonntag durch. Da haben wir nämlich zwischen zwei Schlössern gespielt. Aber, haben wir letzte Woche schon gespielt, wollen wir nicht nochmal drüber quatschen. Wir haben die Erweiterung mit reingenommen. Die heißt Secrets und Soirées, glaube ich, heißt das Ganze. Ja. Was ist neu? Bei Secrets gibt es jetzt noch geheime Räume, die könnt ihr in euren Raum ein oder in euer Schloss einbauen. Die kopieren die Fähigkeit eines bereits in eurem vorhandenen Raums eures Schlosses. Da sind so Pfeile drauf. Das heißt, wenn ihr den unten anlegt, dann kopiert es den Raum von oben. Das finde ich ganz tricky. Dann gibt es jetzt noch so, wir haben es im Englischen übersetzt, so Unterhaltungsräume. Also genau. Ich glaube, so wie Entertainment. Das ist einfach eine neue Art von Raum. Die gibt natürlich neue Arten zu punkten. Und ich fand das wieder spannend. Also ich mag ja zwischen zwei Schlössern echt gern, auch wenn wir es jetzt spät angefangen haben zu spielen. Ich finde, die Erweiterung macht das nochmal ein bisschen cooler. Und was ich vor allem sehr cool finde, es geht jetzt bis 8 Spieler mit dieser Erweiterung. Und ihr kennt es vielleicht selber, ihr habt einen Spieleabend. Und ja, was bringt man mit 8 Leuten auf den Tisch, außer hart an der Grenze Spiele? Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Der Tisch. Das wird noch eine spaßige Woche mit uns. Ja, ich freue mich wieder auf die ganzen Kommentare. Ja, das finde ich cool. 8 Spieler. Packen wir das einfach auf den Tisch. Dass wir hier draften, geht es halt auch mega flott, egal ob das zu 4 oder zu 8 spielt. Ich finde das richtig cool. Und jetzt möchte ich was Besonderes sagen, denn wir haben entdeckt, es gibt eine total geniale App für zwischen zwei Schlössern. Und die ist nicht offiziell von Stonemaier Games, aber sie ist quasi so, wird sogar in der... Na, jetzt muss ich nochmal kurz zurückgehen. Sie wird sogar in der Anleitung erwähnt. Ja. Und sie heißt Stuart. Jetzt ist es hier leider rausgerutscht. Lass mich kurz gucken. Jetzt ist es wieder weg. Nee, ich kann es immer noch nicht.
Ich blende es unten ein, wie das Ganze heißt, weil ich habe jetzt hier leider nur Stuart stehen. Und die ist großartig, weil ihr habt euer Schloss ja aufgebaut. Normal ist das Rechnen der Punkte ein bisschen tricky. Das dauert etwas so lange wie das Spiel. Aber jetzt, ich habe hier ein Video gemacht, ihr haltet jetzt einfach die Handykamera über euer Schloss und diese App scannt alle Karten ab in Sekunden und rechnet euch die Punkte aus. Ihr müsst nachher dann noch eintragen, ob ihr vielleicht irgendwelche Adeligen ins Schloss reingetan habt oder auch nicht. Dann müsst ihr noch sagen, welche Punktekarten ihr bekommen habt. Und dann habt ihr sofort die Punkte. Also das, was am Schluss wirklich lange gedauert hat, ist diesmal in Sekunden getätigt. Großartig. Man muss aber und es funktioniert auch, weil die App Englisch ist, mit dem deutschen Grundspiel. Man muss aber sagen, dass die App leider kostenpflichtig ist. Sie ist aber fanmade gemacht. Das heißt, hier ist nicht Stonemaier Games dahinter oder die Jamie Stegmaier. Das hat wirklich wohl ein Fan entwickelt. Ja, und das muss ich sagen, ist echt Wahnsinn, was sich da manche Leute einfallen lassen. Jetzt muss ich einen kleinen Wermutstropfen hinterher schicken. Denn in unserer Top 3 war ja zwischen zwei Schlössern auch drin. Man kann es ruhig. Da wurde gefragt, sehe ich das richtig? Gibt's es momentan nicht? Und ja, das Spiel gibt es momentan nicht. Ich habe gestern noch am Samstag noch recherchiert. Auf dem Tisch. Mann, Leute, gebt uns mal Tipps, was wir gegen die morgendlichen Blabber. Ich habe so manchmal Probleme mit schwierigen Worten. Das ist ja jedem bekannt. Manchmal funktioniert der Kopf halt nicht so schnell. Und auf jeden Fall, ja, das Grundspiel gibt es momentan nicht. Es ist ausverkauft. Ich weiß auch nicht, ob da eine Neuauflage geplant ist. Keine Ahnung. Da müsst ihr einfach mal in den Fachhandel, klappert mal den Fachhandel ab, schaut vielleicht, ob es dort gibt. Oder eventuell im Englischen, das sind eben die Raumnamen auf Englisch. Aber ansonsten, es gibt ja dann eine deutsche Anleitung dazu. Okay. Ja, so jetzt, als kleiner Hinweis jetzt sind, wir schon wieder rum mit unserer montagmorgendlichen Routine. Wir sagen vielen Dank fürs Reinschauen. Verzeiht uns unseren sprachlichen Blockade heute Morgen. vielleicht liegt es am Schnee, keine Ahnung. Wir sagen vielen Dank fürs Reinschauen. Wir wünschen euch einen ganz tollen Start in diesen Montagmorgen. Ich hoffe, ihr seid warm eingepackt, denn es ist immer noch super kalt hier bei uns in Baden-Württemberg. Lasst euch nicht ärgern. Spielt viel. Wir sehen uns am Mittwoch hoffentlich wieder zum Namichi Tokaido Vergleichsvideo und ansonsten kommt am Freitag nochmal ein Video und dann sehen wir uns allerspätestens am Montag wieder zum Rückspiegel. Wir sagen Tschüssi und ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao.